Herzlich willkommen im Kino des DFF. Heute sehen Sie gleich den Film Jean de Florette von Claude Berry. Und diesen Film habe ich für Sie ausgesucht, weil Frankreich und die französische Kultur in meinem Leben seit jeher eine riesige Rolle gespielt hat. Besonders geprägt hat mich meine Mutter. Meine Mutter hat diese wunderschöne Sprache studiert und später auch unterrichtet in Rumänien und hat mich schon in sehr jungen Jahren an diese gesamte Kultur herangeführt. Und ich war in Berlin 9 Jahre auf dem französischen Gymnasium, deswegen spreche ich auch die Sprache und deswegen hatte ich auch das große Glück, mehrmals in Frankreich arbeiten zu dürfen. Und ich habe einen Film in Frankreich gedreht, der heißt Small World. Und in diesem Film durfte ich an der Seite des einzigartigen Gérard Depardieu spielen. Und Gérard Depardieu werden Sie auch gleich sehen in der Hauptrolle heute Abend in dem Film Jean de Florette. Und ich muss sagen, als ich diesen Film zum ersten Mal gesehen habe, war ich so fasziniert davon, was ihn als Schauspieler ausmacht. Und zwar ist er wirklich eine Schauspielgewalt. Er ist einfach ein so imposanter, großer Mann und auch großer Schauspieler mit einer riesigen Persönlichkeit. Und gleichzeitig hat er eine so hohe Sensibilität und auch eine Verletzlichkeit. Und diese beiden Seiten, die so konträr sind, die vereint er, finde ich, auf wirklich einmalige Art und Weise in seiner Schauspielkunst. Und es war eine unglaubliche Erfahrung für mich, 30 Tage mit ihm in Frankreich verbringen zu dürfen und auch Zeuge diverser Momente zu werden. Momente, in denen er unzufrieden war und lauter geworden ist, aber ebenso eben Momente, in denen wir uns auf ganz leise, fast stumme Art und Weise begegnet sind. Und ich liebe das, was er kann, und ich liebe das, was er als Schauspieler macht und erzählt. Und Jean de Florette ist ein ganz besonderer Film. Es spielen unter anderem auch Yves Montand und Daniel Auteuil in diesem Film mit. Und wahrscheinlich ist die Hauptrolle doch die Natur am Ende des Tages. Die Natur und wie man sie erlebt, finde ich, ist in diesem Film wirklich einzigartig. Und ja, er ist einfach einer meiner absoluten französischen Lieblingsfilme. Und deswegen habe ich diesen Film heute Abend für Sie ausgesucht. Und ich hoffe, er gefällt Ihnen genauso gut wie mir. Viel Spaß und alles Gute.